Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Ja, und heute schauen wir uns The King's Will an. Und bei The King's Will geht es darum, den Willen des Königs herauszufinden und diesen möglichst gut zu erfüllen. The King's Will ist ein Expertenspiel vom Autor Hans-Peter Stoll mit Illustrationen von Harald Lieske. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 60 Minuten und bei RDC Blackfire erschienen. Die Schachtel ist bis zum Rand mit Material gefüllt. Dabei gibt es Karten, Plättchen, viele Holzelemente und einige Spielpläne. Jeder Spieler erhält ein kleines Reich, bestehend aus 4 unterschiedlichen Ländereien, einem kleinen Rohstofflager, 2 Bauern und einer Bauernschaft. Dazu gibt es die Holzscheiben in der Spielerfarbe und Siegpunktplättchen im Wert von 5. In der Tischmitte wird es voll. Der Wille des Königsplan wird mit insgesamt 8 Wille des Königskarten bestückt, wobei jeder Spieler genau eine, und zwar je eine andere Karte davon kennt. Der Aktionsplan wird mit den Aktionsplättchen bestückt. Auf den Verwaltungsplan kommen Spielerscheiben, um die jeweilige Stimmung der Bevölkerung, den Fortschritt bei Bildung und Entwicklung und den aktuellen Stand der Schatzkammer zu markieren. Dazu gibt es 4 zufällige Reisetafeln, die Abgabebedingungen am Rundenende anzeigen und außerdem als Rundenzähler dienen. Das restliche Spielmaterial wird auf dem Tisch verteilt. Darunter sind die 21 Gebäude und die 4 unterschiedlichen Orte, sowie 6 Typen von Ländereien, Siegpunktmarker und Bauernpöppel. Jetzt kann es losgehen. Die Spieler sind Herzöge und versuchen in 4 Runden den Willen des Königs, der verdeckt auf den Karten steht, herauszufinden und diesen möglichst gut zu entsprechen. Auf den Wille des Königskarten steht jeweils eine Siegbedingung, wie 3 Punkte für jede Festung, Punkte für den Fortschritt auf der Bildungsleiste oder die meisten Gebäude. Dazu gibt es den Zorn des Königsbereich. Dies ist eine zu erfüllende Mindestbedingung, ohne die man 2 Punkte abgeben muss. Beginnend beim Startspieler sind die Spielerei um am Zug. Ist man dran, muss man sich eine der 5 rechten Aktionsplättchen aussuchen und darf dann 2 der abgebildeten Aktionen durchführen. Dies kann auch 2-mal dieselbe sein. Anschließend dürfen die Mitspieler eine der beiden Aktionen durchführen. Dann wird das Aktionsplättchen links in die Leiste geschoben. Bei den Aktionen gibt es das Abbauen von verschiedenen Waren, das Errichten von Orten oder Gebäuden, das Voranschreiten bei Bildung und Entwicklung, welche einem Boni beim Abbauen und Bauen geben. Außerdem kann man seine Bauern vermehren oder sie innerhalb der Ländereien bewegen, wodurch man auch neue Ländereien erhält. Mit diesen Aktionen vergrößert man sein Reich und erhält Vorteile durch Gebäude. Durch das Bauen wechselt oftmals die Stimmung der Bevölkerung. Rutscht diese im Laufe des Spiels auf -4, kommt es zur Revolte, durch die man einen Punkt und einen Bauern verliert. Sobald das Aktionsplättchen der König reist, auf das Feld nach ganz rechts geschoben wird, wird dieses sofort ausgelöst. Nun müssen die Spieler eine Wille des Königskarte markieren, die sie am Spielende für sich auswerten lassen wollen. Anschließend müssen die Spieler die Pflichtabgaben der Reisetafel tätigen und können durch weitere Abgaben Extrapunkte erhalten. Nach der 4. Runde wird ausgewertet. Alle Wille des Königskarten, an denen keine Scheibe liegt, kommen ungesehen aus dem Spiel. Der Rest wird nacheinander abgehandelt, wobei alle Spieler die Mindestbedingungen erfüllen müssen. Punkte bekommt man für einen Willen aber nur dann, wenn man diesen selbst markiert hat. Schließlich kann es noch Punkte durch Gebäude geben. Wer nun die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Ja, The King's Will. Ich fange mal mit dem an, was ich hier richtig gut finde bei dem Spiel. Und zwar gibt es hier sehr, sehr viele kleine, aber feine Mechanismen, die alle sehr ineinander greifen. Und ich finde, es macht wirklich Spaß. Es fängt schon an hier bei diesem Auswahlmechanismus, welche Aktion man spielt, dass man selber die dann 2-mal machen darf oder hier beide, die abgedruckt sind. Und alle anderen dürfen auch 1-mal diese Aktion machen, müssen sich aber entscheiden, welche. Das finde ich einen sehr schönen Mechanismus, weil das die Downtime sehr gering hält. Und es ist dann nicht so, dass einer holt sich Rohstoffe und alle anderen können nicht so viel machen, weil sie keine Rohstoffe bekommen hat, sondern jeder bekommt Rohstoffe und der die Aktion ausgeführt hat, einfach mehr. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Mechanismus. Auch, dass hier ein paar gesperrt sind, die man nicht nehmen darf, die wieder nachrutschen, dass der hier das Plättchen ganz vorne nimmt, der bekommt einen extra Siegpunkt, der auch sehr wertvoll ist, sodass man immer einen Anreiz hat, mal das Vorderste zu nehmen. Dann mag ich sehr, sehr gerne hier dieses, was bei einem selber passiert. Man baut Gebäude, man baut Orte, man läuft mit den Männchen, man hat aber nicht so viele Schritte zur Verfügung, das heißt, man muss immer gut gucken, will man die jetzt lieber am Rand stehen haben, damit man sein Gebiet erweitern kann oder in der Mitte, weil da die Rohstoffe sind, von denen man jetzt gerade welche braucht.
Also da sind sehr, sehr viele taktische Elemente drin. Und dann gibt es ja natürlich diesen Mechanismus, für den das Spiel auch wirkt, nämlich dieser Wille des Königs. Das sind diese Karten. Und da geht schon mal los. Ich muss mir merken, was da drauf ist. Das Problem ist, diese Karten sind nicht unbedingt alle selbsterklärend. Und gerade wenn man das mit Leuten spielt, die es zum ersten Mal spielen, die müssen ständig die Anleitung nochmal gucken, obwohl wir sind dann teilweise jede einzelne Karte, die da hätte liegen können, durchgegangen, haben gesagt, das heißt das, das heißt das, das heißt das, aber man kann sich das gar nicht so schnell merken. Da musste man ständig die Anleitung holen und dann muss man sich das ja auch noch merken. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig und eigentlich, weil das Spiel ja so viele andere Elemente hat, man sich ständig darauf konzentriert, eben hier alles in Ordnung zu halten und so. Und dann muss man noch im Hinterkopf behalten, was jetzt eigentlich hier unter welcher Karte war. Und man guckt ja dann auch bis zu 8 Karten an. Ja, man guckt eigentlich nie alle 8 an, aber mal so mindestens 5 Karten hat man eigentlich schon gesehen. Und sich die dann zu merken, welche wo liegt und die dann auch noch also irgendwie in die richtige Reihenfolge zu bringen gedanklich, das ist schon sehr schwierig. Und hätte nicht unbedingt sein müssen bei dem Spiel, finde ich, weil die anderen Mechanismen ja eigentlich sehr gut sind. Dazu kommt, ich kann jetzt mal eine aufdecken, hier gibt es ja immer diese Mindestanforderungen. Und hier sieht man schon, hier ist es die Mindestanforderung, ein Gebäude zu bauen. Ein einziges. So, ihr seht schon, wir haben jetzt hier mal so praktisch das Ende der ersten Runde simuliert. Und hier manche hatten sogar schon 2 Gebäude gebaut. Das heißt, und das ist bei allen Mindestanforderungen so, dass man, wenn man sich jetzt nicht ganz blöd anstellt, dann kann man diese Mindestanforderung ignorieren, weil die so einfach zu erreichen ist, dass man die eh alle erreicht. Also man muss dann nur wissen, bei manchen gibt es was, wo man Rohstoff aufheben muss. Das heißt, zu Spielende sollte man von jedem Rohstoff mindestens einen haben, hier von jedem Ort mindestens einen haben und so von hier ein Gebäude, ein Dings. Aber das hat man sowieso schon, weil das passiert einfach das Spiel über, dass man das baut. Und das hätten sie ruhig ein bisschen schwieriger machen können, weil das ist überhaupt keine Herausforderung. Und das Gleiche gilt auch für die eigentlichen Bedingungen. Und hier muss ich sagen, wenn man sich auf eins draufsetzt, dann weiß man ja, was es ist und was man dafür braucht und man schafft es. Also die sind so einfach, dass man eigentlich immer die oberste Punktzahl erreicht. Das Einzige, was eine Einschränkung ist, sind die, wo es darum geht, der Erste ist, also der die meisten hat, kriegt 9 Punkte, der die Zweitmeisten hat, kriegt 7 Punkte. Was bei uns dazu geführt hat, dass sich da niemand hingesetzt hat. Es sei denn, der war so eindeutig vorne, dass klar war, der kriegt es auf jeden Fall. Weil schon über die Hälfte des Spiels rum war. Und dann ist es eigentlich tatsächlich am Ende bei der Auswertung immer so gewesen, es hat derjenige gewonnen, der sich auf die Karten gesetzt hatte, die die meisten Punkte bringen. Weil hier, da kann man nicht mehr als 8 Punkte erreichen, während man hier 10 Punkte erreichen kann. Das heißt, wenn ich mich auf 3 oder 4 gesetzt habe, wo ich 10 Punkte am Ende für kriege, ein anderer hat sich auf die gesetzt, wo man 8 Punkte maximal kriegt und alle haben immer die Höchstanforderungen erreicht, dann war es immer so, dass der gewonnen hat, der sich auf die 10 Punkte Dinger gesetzt hat. Und das finde ich schade, weil das zerstört im Grunde das ganze Spiel. Und ich hatte immer so das Gefühl, während wir das gespielt haben, hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Und dann kam die Endwertung und dann war ich enttäuscht. Weil es war immer das Gleiche. Klar, es gibt noch hier diese Punkte, aber da kriegt man in etwa jeder so 3, 4 Stück. Das heißt, das ist nicht ausschlaggebend. Und dann ist es nur noch, das habe ich mir hier oft genug die 1 genommen und habe ich die Karten gefunden beim Druntergucken, die mir hier 10 Punkte bringen. Und der gewinnt. Also da stoßen so 2 Welten aufeinander. Einmal dieser eigentliche Spielmechanismus und dann diese Wertung. Und der Spielmechanismus ist sehr, sehr gut. Und diese Wertung, ja, ich finde es schade, weil man hätte mehr rausholen können. Und ich habe euch ja gesagt, mein Geschmack trifft es dann nicht mit dieser Wertung. Was schade ist, weil das eigentliche Spiel mag ich eigentlich. Ja, dann hoffe ich, konnte euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, spiel doch mal.